Sound. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Frag Mazda. Und ihr dürft dreimal raten, in welchem Auto ich sitze. Ja, ganz klar, es ist der Cosmo Sport. Und wir machen heute mit Frag Mazda eine kleine Zeitreise. Ich stehe jetzt total unter Strom. Ich würde mal sagen, wir legen los. So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück. Die zweite Staffel von Frag Mazda ist am Start. Und wir starten das Ganze gleich mal mit dem richtigen Bang. Und zwar, Mazda feiert ja 2020 das 100-jährige Firmenjubiläum. Und um das Ganze ausgiebig zu feiern, haben wir jetzt eine Doppelfolge. Und wir wandern von Jahrzehnt zu Jahrzehnt der 100-jährigen Firmengeschichte. Und vor allem die 60 Jahre Pkw-Geschichte sind super spannend. Und damit ich das Ganze nicht alleine machen muss, bin ich mal wieder nach Augsburg gefahren. Ihr dürft dreimal raten, wo ich bin. Ja, ganz klar, beim Mazda Classic Automobilmuseum frei. Und dort war der Joachim schon. Ich würde mal sagen, wir starten das Ganze. Joachim. Hallo Gerrit. Grüß dich. Hallo. So, auch hier wieder Corona-Bestimmung, wir müssen ein bisschen auseinandergehen. So ist es. Du, erzähl doch mal, wie habt ihr die letzten Wochen und Monate eigentlich so erlebt? Wir hatten natürlich Shutdown, ganz genau, Laden dicht. Hatten so Mitte Juni wieder eröffnen dürfen, dann Hygienekonzept, so ist es wieder angelaufen und es entwickelt sich. Alles super. War schon heftig, ne? 3 Monate komplett zu, ne? Da ging gar nichts. Gar nichts. Aber seid ihr jetzt wahrscheinlich total froh, dass es weitergeht. Unser Thema ist ja heute Zeitreise, Mazda-Geschichte. Ja. Ich würde mal sagen, wir starten so richtig basic. Und zwar, was war eigentlich so das erste richtige Auto von Mazda? Na gut, das ist jetzt eine Frage, die man so oder so beantworten kann. Das richtige Auto, also tatsächlich ein vierrädiges Auto, war der R360 Coupé, den wir auch haben. Aber die Geschichte hat so um die 1930 angefangen mit den Dreirädern, mit den Lastendreirädern. Und wenn du willst, starten wir gleich mal, zeige ich dir. Ja klar, dann schmeißen wir den Fluxkompensator mal an. Aber vorher Maske auf. Ja, stimmt, ganz genau. Ist klar. Los geht's. Zum Glück habt ihr so eine große Tür, da kann man hier einmal schön 1,50 Meter perfekt und einfach rein. Alles klar, also da haben wir das erste Exponat sozusagen. Genau. So hat das Ganze begonnen mit 3 Rädern. 1930, 31 rum, da hat er noch ein bisschen so ähnlich ausgeschaut, mehr nach Motorrad, kleinere Pritsche und ja, hat sich dann immer weiterentwickelt. Spannendes Teil, vor allem, guck mal, massives Logo noch, ne? So ein richtiger Metallblock vorne dran. Ja, das können wir sich nicht heute vorstellen. Nee, ne? Darf ich mich mal draufsetzen? Ja klar, mach mal. Okay. Aber Freunde, ne? Nicht nachmachen, wenn ihr hier seid. Das ist jetzt exklusiv nur für uns. Nur für uns. Das ist geil. Ja, also wie gesagt, nach dem Krieg galt es ja die Stadt Hiroshima nach dem Atombombenabwurf wieder aufzubauen und da wurden diese Fahrzeuge auch genutzt. Transporter in verschiedenen Größen und das war sehr wichtig. Und da entstand ja auch dieser besondere Antrieb. Der Mukka Inada Spirit, ne? Genau so. Stell dir mir schon krass vor, weil wir haben hier keine Federung, wir haben ja nur hier so einen Federsitz. Ja, den brauchst du auch. Ne? Wenn man da über Holperstrecken fährt, du, das rüttelt dich ordentlich durch. Aber jetzt würde ich einfach mal sagen, komm, geh einfach mit, wir schauen uns mal das Auto an, mit dem Mazda begonnen hat, mit dem R360. Einfach mal los. Das machen wir jetzt auch, okay? Achtung. Da sind wir. Also, ja, das ist schon echt spektakulär hier im R360, ne? Das ist ja, das Lenkrad ist so dünn wie ein Kugelschreiber schon fast, ne? Ja, es war ein bisschen anders als heute. Unfassbar. Aber auch sehr wichtiges Auto vor allem. Ich finde vor allem die technischen Daten sehr interessant. Also 360 Kubikmotor, V2. Luftgekühlt, 16 PS. Hier jetzt in einer Halbautomatik-Version. Richtig. Richtig cool. Da gab es eine 2-Stufen-Automatik, ne? Auch zur damaligen Zeit extrem exklusiv. Vor allem das Teil wiegt ja nichts. 380 Kilogramm, ne? Und das war's. Kann man das eigentlich zum offiziellen K-Car dazu zählen? Das ist ein echtes. 360 Kubik war damals das Maß. Wir haben ja auch hier noch mehrere, den Carroll, den K360, es gab auch den 800er. Also es gab damals schon eine breite Palette. Damals eben K-Car, günstige Steuer, keinen Parkplatznachweis und dergleichen. Okay, alles klar. Aber sehr viel größer sollte man nicht sein. Also ich komme hier schon fast am Dach an. Wieso? Also wir kriegen immer erzählt, man ist mit 4 Personen in Japan durch die Gegend gefahren. Mit dem Ding hier? Klar. Okay, alles klar, das ist stylisch. Du, da können wir gleich mal eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar, steht das Auto hier? Ja, tut es. Wie sind denn eigentlich zurzeit die Hygienebestimmungen und die Sicherheitsbestimmungen hier? Kann man einfach vorbeikommen oder wie sieht es aus? Ja, wir haben natürlich ein Hygienekonzept, aber du siehst selber hier im Museum, alles sehr weitläufig. Man kann genügend Abstand halten im Eingangsbereich oder Shop.
Da ist ein bisschen anders, da ist auch ganz dringende Maskenpflicht. Man kann auch, um sicher zu gehen, man kann ein Online-Ticket bestellen. Also das heißt, es ist erstmal alles safe. Alles klar. Ja, mein Coolness-Level ist gerade extrem hoch. Also ich finde das schon echt zum Schießen, vor allem wie die Motorhaube und so gestaltet ist. Und die Spiegel links und rechts, hammermäßig. Kann man den eigentlich auch fahren? Man könnte ihn fahren, aber es ist ja ein Aufstellungsstück. Da habe ich noch was Besseres, so was Kleines, Schnelles, Flaches. Okay, wenn es ist, was ich glaube, dann geht jetzt ein richtig großer Traum in Erfüllung. Los geht's, Freunde, mit dem Cosmosport auf die Straße. Vielleicht habt ihr mitbekommen, ich sitze auf der falschen Seite des Autos, und zwar auf der rechten Seite. Denn der Cosmo ist so exklusiv, der wurde ja nur für Japan eigentlich gebaut. Und insgesamt wurden nur 36 Autos in die Welt exportiert und davon kamen nur 11 nach Europa. Also exklusiver geht's einfach nicht. Du sitzt unheimlich tief, Holzlenkrad, du spürst den Motor. Aber ich bin echt erstaunt über die Fahreigenschaften. Du hast keine Servolenkung, aber er liegt unheimlich gut auf der Straße. Wenig Wanken, super sportliches Fahrwerk und vor allem die Lenkung reagiert unheimlich schnell. Das ist Wankelmotor, Freunde. Genauso stelle ich mir das vor. Schön seidig, linear. Du kannst ihn voll hochdrehen. Sehr drehfreudig das Ganze. Bis 5000 Umdrehungen. Oh, krass. Ist das der Hammer, ey. Also jetzt verstehe ich den Hype um das Fahrzeug. Also, das war verrückt. Wie sich der Wagen fährt, der Sound, die tiefe Sitzposition, der Wankelmotor und vor allem, wie erstaunlich gut der Wagen auf der Straße liegt. Mir geht's ganz genauso. Ich weiß, von was du redest. Also spektakulär, genau. Der Cosmo. Und vor allem ein alter Bekannter, ne? Ja, hier jetzt genau das Original, das aus der ersten Staffel der Mazda Garage. Und da würde ich mal gleich eine Zuschauerfrage noch mit einstreuen. Und zwar, was ist denn eigentlich im Moment der teuerste Mazda? Ja, also ich würde schon sagen, das ist der Cosmo aufgrund der Optik, aufgrund der Seltenheit, aufgrund des Motors, das ist auf jeden Fall der Cosmo. Ich habe im Internet mal nachgelesen, vor einigen Jahren wurde in den USA ein Auto für 110.000 Euro verkauft. Also so um den Dreh muss man rechnen, ne? Ja, der muss aber dann auch besonders gut im Zustand gewesen sein, aber in dem Dreh ist realistisch. Ja, leider müssen wir dich jetzt verlassen, ne? Nächstes Jahrzehnt steht an. Tschüss, so, bis zum nächsten Mal, Cosmo. Genauso stelle ich mir die 70er vor. Ja, hier der 323 in der Modelljahr 78. Ein ganz wichtiges Auto. Mazda hatte hier eine ganz coole Aktion. Das heißt, sie sind mit einem Modell von Hiroshima direkt vom Band weg auf die A gefahren. So schmutzig wie er war, einfach dahingestellt. Also eine richtige Aktion. Und hier in einer besonderen Version unser Unterschriftenauto. Und sind wichtige drauf, wie gerade unser Chefdesigner Maeda-san. Und Moment, du bist ja daneben, du bist ja auch drauf. Wir sind auch noch drauf, ja, ganz genau, cool. Wir waren ja auch schon hier. Ja. Und vor allem spannend hier, Aussie aus Australien, Mexiko, also super spannend. Ja. Da sieht man mal wieder, wer alles hierher kommt. Wer alles da ist. Wahnsinn. Und vor allem, was ich hier ganz spannend finde, in Europa wird er ja 323 genannt, außerhalb von Europa hieß er Familia, praktisch. Und vor allem auch das nette Kürzel noch hinten dran, GLC. Great Little Car. Gut, es gibt natürlich auch noch mehr in dieser Epoche. So Klassiker wie 626 war ja ein ganz wichtiges Auto bei Mazda. Oder da schlägt das Herz höher, der RX-7, legendäres Auto. Ja, also es sind noch genügend Modelle, die es bei Mazda gab, die richtig für Emotionen sorgen. Darf ich den fahren? Den hier nicht. Okay. Aber wir haben noch mal einen grünen. Okay. Und teste den denn und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Alles klar. Joachim, okay. Vielen lieben Dank. Ciao. Und ich mache mich jetzt auf die Bahn. Okay, Freunde, also jetzt der 323, der Familienklassiker auf der Straße. Also, das ist schon sehr Wohnzimmer, muss ich sagen. Ne? Wir haben hier Holzleisten im Armaturenbrett, dann Schottenkaro, Velour in den Sitzen mit Leder. Spektakulär. Und du sitzt auch ganz anders. Mehr brauchst du nicht. Du kommst von A nach B. Es funktioniert alles. Es sieht vor allem sehr stylisch aus. In der heutigen Welt wäre das schon wieder mega retro. Fancy ohne Ende. Und ich meine, bei einem Fahrzeuggewicht von 540 Kilogramm, ja, so kann ich es mir gut vorstellen, mit der Familie mal einen Roadtrip zu machen.
So, Freunde, also die wilden 70er, die waren wirklich wild, ne? Kermit der Frosch, absolut abgefahren. Und damit sind wir am Ende von der ersten Folge von unserer kleinen Mazda-Zeitreise. Tut mir leid, aber in 2 Wochen geht's weiter mit einer frischen Folge. Da fangen wir an mit den 80ern und bewegen uns dann bis in die heutige Zeit. Und jetzt würde ich mal sagen, drehen wir noch eine kleine Runde, ne? Auf geht's, Kermit! Und eines fast vergessen, liken und abonnieren nicht vergessen, ne? Bis zum nächsten Mal!